Und ich finde das immer so schön, es gibt ineinander einige, die diesen Pfad gegangen sind für 20, für 30, 40, 50, 60 Jahre. Und das finde ich immer besonders faszinierend. Das hat immer eine ganz große Ausstrahlung. Und ein solcher Mensch ist auch der liebe Helmut, der jetzt aus Hoffner. Assisi bei uns ist. Wie bitte? Hallo Helmut. Hallo, ihr Lieben. Ja. Mit Helmut wollen wir einfach ein Gespräch führen heute, ein Interview führen. Ihr habt das vielleicht gelesen, dass es am Ende ums Arbeiten auch gehen soll. Das ist ein ganz zentrales, wichtiges Thema, ja, für jeden von uns, denn wir alle wollen und müssen arbeiten. Aber ich würde gerne mit Helmut ein bisschen sprechen, zuerst auch über sein Leben als Devotee, als Schüler von Yogananda. Und man erzählt sich, Helmut, das sei ein nicht unwildes Leben gewesen, als du jung warst. Und wie hat denn das alles begonnen? Wann hast du denn Yogananda gefunden eigentlich? Also ich habe Yogananda, also mal alle ganz herzlich will ich euch begrüßen, die alle, die ich kenne und die ich noch nicht kenne, die lernen mich dann ein wenig kennen und ich euch auch hoffentlich irgendwann in Assisi oder sonst wo. Und also mein Leben, das war schon relativ bewegt und ich habe Yogananda durch Swami Kriyananda kennengelernt. Und zwar 1979 in Frankfurt. Und da wusste ich, ich hatte die Autobiografie angelesen, aber ich habe sie nicht fertig gelesen. Und da hatte ich das große, große Glück und den großen Segen, den Swami kennenzulernen, zusammen mit Tirthani. Die hatten damals eine Tour gemacht in Deutschland. Und dann kam er zu uns. Wir hatten eine kleine Gruppe von Meditierenden von allen möglichen Pfaden. Und wir waren zum Beispiel beim Maharishi, weil ich bin ein großer Beatles-Fan und habe alles gemacht, was die Beatles auch machen, oder versucht zumindest. Und dann kam der Swami zu uns und hat mit uns meditiert und er hat gesungen. Und als ich ihn das gesehen habe, oder nicht gesehen, als ich ihn gefühlt habe, so ähnlich wie der Jayadev, das er eben beschrieben hat, da habe ich ganz tief in mir gefühlt, dieser Mensch, der hat etwas, was ich auch will. Und das war nicht intellektuell zu erklären, das hätte ich niemandem erklären können. Ich habe einfach gefühlt, da ist eine Gegenwart, die ich spüre und zu der ich auch hin will. Und dann haben wir ihn öfter mal zu Gast gehabt, was auch immer sehr schön war, weil er war dann alleine und mit uns, hat mit uns meditiert. Und es war immer sehr, sehr berührend und ihn auch als ganz, ganz einfachen, lieben Gast zu haben. Das war immer was ganz Besonderes. Ich kann mich noch erinnern, wenn uns jemand anrief, morgens um 6 schon, dann war es der Swami. Und dann hat er gesagt, ach, ich bin mal wieder in Deutschland, kann ich bei euch wohnen? Und wir haben immer gedacht, oh, der muss im Hotel, am Hotel sparen, aber er wollte natürlich uns zu Gott führen. Das ist seine Aufgabe und hat er auch immer gesagt, mein Ziel ist es, Gott zu finden und anderen zu helfen, den Weg zu Gott zu finden. Und er hat mir noch nicht den ganzen Weg gezeigt, aber ein Stückchen ist er mit uns gegangen. Und wie kam das, dass das Swami Kriyananda in Deutschland war? Der ist dann ab und zu, hat er da Vorträge gegeben oder Er was hat hat er? dann oft Seminare gegeben und war auch oft, also an und ab auf dem Weg nach Italien, weil er war ja öfter in Italien. Und er hat dann Seminare gemacht und hat auch, damals hatten wir zusammen mit Günther und Gabi, die ja auch dabei sind, hatten wir zusammen Kriya genommen. Und das war eine sehr, sehr schöne Einweihung. Ich werde nie vergessen, ich rieche auch jetzt noch den Rosenduft, weil Günther und Gabi, wir sind zusammen, Maya Devi musste leider arbeiten, wir sind zusammen gegangen und Swami sagt, holt schöne Rosenblätter und wir haben dann zwei oder drei Körbe angebracht von Rosenblättern. Es waren sehr duftende Rosenblätter und also ich habe den Geruch nach wie vor in meiner Aura ein bisschen. Und er war halt, wie gesagt,
was ganz Besonderes, wenn man es spüren konnte und wenn man sich auf ihn eingestimmt hat. Also Maya Devi ist Helmuts Frau, die beiden leben zusammen in Assisi. Da kommen Meine wir sehr gleich. Liebe Frau. Ja, deine sehr wunderbare Frau. Und ja, also ich weiß nicht, einige von euch, die Englisch beherrschen, haben vielleicht Ashas Buch schon gelesen, Swami Kriyananda Lightbearer. Das ist eine Biografie von Swami Kriyananda, so die jedes Jahr erzählt, so ab 1970, glaube ich, und 69 und so. Und als ich das gelesen habe, das war eigentlich so ein Gefühl, ein bisschen so, als hätte man ein wenig mit Swami Kriyananda zusammenleben dürfen. So. Und aber ich habe mich trotzdem immer gefragt, wie das war, wenn man auf ihn getroffen ist, also wie sich das angefühlt hat. Habt ihr, also du sagtest schon, du hast so gefühlt, dass das jemand Besonderer ist, aber wie war man dann, Jayadev meinte eben, er sei eingeschüchtert gewesen, oder war das irgendwie lustig oder war das ganz normal oder wie hast du das empfunden, dann mit ihm Zeit zu verbringen? Ich war auch am Anfang oder war immer etwas eingeschüchtert ihm gegenüber. Aber er hat einem eigentlich diese Scheu genommen auch, dadurch, dass es immer sehr natürlich war. Und wir hatten ein besonderes Erlebnis einmal mit ihm, wo wir im Haus von Maya Devis Eltern zusammen meditiert hatten. Und wir waren draußen und haben da draußen auf der Terrasse meditiert. Und das war sehr, sehr tief. Also er hat uns da irgendwo mitgenommen und was gezeigt und die Energie ging also auf und runter und ins Herz. Und also wir waren sehr, sehr verbunden mit ihm. Und ich weiß noch, die Eltern hatten Hunde und die Hunde sind total verrückt geworden. Die wollten unbedingt zu uns raus, die Glastür war allerdings zu. Und dann war das also, es war was ganz Besonderes. Die Hunde wollten mitmeditieren. Ja, das ist ja jetzt noch so bei euch, ne? Ja, die meditieren. Die Miri liegt hier, die anderen sind auch gegenwärtig. Und die meditieren halt gerne. Wenn wir uns irgendwo hinsetzen zu meditieren, sind sie da. Ja. Die sind auch brav. Aber was ich noch erzählen wollte, was auch ein wenig so ist, wie das, was Jayadev erzählt hat, was diese Gegenwart, dieser Meister in uns bewegt, waren wir, ich glaube, das war relativ am Anfang, waren wir mal in Assisi, in Assisi, das war noch in Como, weil wir hatten damals ja das Zentrum in Como. Und da hat uns Swami gesegnet, hat er uns alle gesegnet, einen nach dem anderen, waren relativ viele Leute. Und ich weiß noch, ich habe ihn angeguckt und da war es das Swami. Und dann habe ich in seine Augen geguckt und dann waren plötzlich, es waren nicht mehr seine Augen, es waren irgendwo Yoganandas Augen, aber mit einer unendlichen Liebe und Güte. Und dann war plötzlich, war auch Yogananda nicht mehr da und ich habe irgendwo das Gefühl gehabt, in die Unendlichkeit zu schauen. Und habe dann fürchterlich angefangen zu heulen. Aber ein sehr befreiendes Heulen. Und Swami hat mir dann die Hand auf den Kopf gelegt. Und dann war er wieder Swami. Ja, zu Como kommen wir dann gleich noch. Zu der Zeit, als ihr Swami begegnet seid, wo warst du da in deinem Leben? Bist du einem normalen Job nachgegangen? Oder was hatte damals, wir hatten uns ja in Heidelberg kennengelernt und sind dann nach Frankfurt gezogen. Und ich hatte damals eine Lehre angefangen, eine Ausbildung zum Stuckateur und Restaurator. Und diese Arbeitswelt hatte ich halt damals noch. Und ich weiß, sie haben immer gesagt, der Helmut ist ein Hase, der isst Karotten. Also ich habe ja kein Fleisch gegessen. Und ihr könnt euch vorstellen, auf einer Baustelle, das war alles andere als hochspirituell. Da ging es nur um Fußball, um Saufen und um Sex. Da musste man schon sehr, sehr aufpassen, dass man sich etwas ins Innere flüchtet oder ins Innere nicht flüchtet, aber ins Innere zurückzieht, was nicht immer gelang. Ja, das ist ein gutes Umfeld dafür natürlich. Ja, das zeigt einem schon ein bisschen dann, wo man tatsächlich ist.
macht einen bescheiden. Und Swami sagt ja immer, wir sind ein Bündel von Selbstdefinitionen und von falschen Selbstdefinitionen. Mhm. Und das stimmt auch. Wir definieren uns auf alle möglichen Weisen, aber es ist wirklich nicht, was wir sind. Und das hat der Swami halt in jedem gesehen. Mhm. Er hat dich gesehen als Seele und als Potenzial, was Gott in sich trägt und was sich bemüht, dorthin zu kommen mit mehr oder weniger Erfolg. Und er hat auch eigentlich keine Erwartungen an einen gehabt. Ich weiß noch, ganz, ganz am Schluss hat er mal gesagt, das war ein paar Wochen, bevor er den Körper verlassen hat, hat er gesagt, ich habe überhaupt keine Erwartungen an euch. Ich liebe euch, aber auf unpersönliche Weise, wie Jayadev es auch sehr schön beschrieben hat. Ja, ich finde es interessant, dass du das mit dem Stuckateur und der Baustelle so sagst und so weiter. Also was ich immer beeindruckend finde, wenn ich nach Assisi komme, oder eigentlich in Ananda allen, denen ich so begegnet bin, dass es in einer gewissen Weise alles normale Leute sind. Und das kann man so spüren, dass die nicht... oder weniger. Ja, ich meine das in dem Sinne, ne? In dem Sinne von einer gewissen Erdung oder so. Vielleicht kann man es so sagen, dass es nicht so... nicht so, es schwebt nicht so auf Wolken, sondern es hat so die Erdung in diesen, ja, in der Welt sein auch und so weiter. Und du hast eben erzählt, ihr hattet eine Meditationsgruppe schon, da habt ihr euch so aus verschiedenen Traditionen und Pfaden zusammengefunden. Und irgendwann ging es aber ja dann los, dass ihr euch quasi als Ananda begriffen habt oder so. Wie ging das? Also es gab dann, muss man sagen, Ananda im Village in Amerika gab es ja schon. Das, ne, das ist so Ende der 60er Jahre. Da entstanden da Swami Kriyananda, so die ersten Leute um sich rum versammelt und in ganz einfachen Verhältnissen dann diese Community gegründet. Und zu der Zeit, wo ihr ihn getroffen habt, da lief das ja alles schon. Und dann seid ihr da... Habt ihr dann irgendwann gedacht, okay, da wollen wir auch Teil von sein? Oder wie ging das? Also es war so, am Anfang, ganz am Anfang, als er war, glaube ich, das zweite Mal bei uns zu Besuch in Frankfurt. Und da sagte er dann, ihr könntet doch eine Meditationsgruppe machen. Und dann haben wir gesagt, keine Ahnung. Ne, wie. Dann sagte er, könnt ihr sagen, lasst uns meditieren und lasst uns beten. Und dann haben wir gesagt, nein, doch, das können wir schon. Und dann hatten wir halt eine Weile eine Meditationsgruppe in Frankfurt und sind oft nach Como gefahren, weil Como fing dann an. Und da hatten wir auch den großen Segen, ganz viele, weil wir in der Nähe des Flughafens wohnten, haben wir die ganzen Leute alle kennengelernt. Also wir haben dann Jyotish und Devi beherbergt, Ram und Diana, Prahlad und Juliana gab es damals noch nicht. Aber wir haben die ganzen Leute, die dann nach Como gezogen sind, alle bei uns wohnen gehabt. Und es war halt auch wirklich, dann hat man die Leute kennengelernt und hat gesehen, wie normal sie waren. Und ich kann mich noch erinnern, dann sagte irgendwann der Swami, ihr solltet mal nach Ananda kommen, nach Kalifornien und auch mich besuchen. Und dann sind wir dahin geflogen. Es war im Sommer 1984. Und ich hatte damals gerade die Meisterprüfung gemacht und die Maya Devi die war bei Augenärzten als Orthoptistin. Und wir konnten damals den Beruf praktisch ruhen. Wir dachten, wir lassen ihn eine Weile ruhen. Das hat sich dann herausgestellt, dass der Mensch denkt und Gott lenkt. Und das ist halt anders gelaufen. Und wir waren dann ineinander im Village und dann hatten wir zum Swami gesagt, na, was sollen wir für Kurse machen? Da hat er gesagt, macht gar keine Kurse. Was ihr machen solltet, ist eure alten Freunde kennenlernen. Ja. Und das war für mich dann auch, ich kenne die doch gar nicht. Aber er meinte halt Freundschaften aus früheren Leben. Und das war wirklich so, du hast Leute kennengelernt und du hast einen Zugang gehabt wie zu uralten Freunden, weil der Zugang halt nicht auf der Ebene dieser falschen Selbstdefinition war, sondern mehr auf einer seelischen Ebene und eben aufgrund der gemeinsamen Erfahrungen beruhte.
Und da haben wir dann Atsuna und Shivani kennengelernt. Und ich weiß noch, ich habe dann die, in Shivani hatte eine Speakers Group und ich weiß noch, da hatte ich fürchterlichen Muffel dann. Und ich weiß noch, ich bin einmal, habe ich sie angerufen und habe gesagt, Shivani, mir geht's nicht so gut. Das war eine weise Lüge. Und sie hat dann aber total gesagt, Helmut, mach dir keine Gedanken. Weil ich hätte einen Vortrag halten sollen. Auf Englisch, ja. Auf Englisch. Also in Englisch hatte ich eh gut gekonnt schon damals. Ich habe es immer besser gelernt, weil ich viel mit GIs zu tun hatte in Mannheim. Und habe auch eine Weile bei der US-Armee gearbeitet. Okay. Du hast jetzt schon ein paar Mal Como erwähnt. Was hat es denn damit auf sich? Como war die erste Dependance von Ananda Village. Und das hatte damals, der Swami, er hatte fest, zum Beispiel, glaube ich, schon 1979 oder 80, hatte er schon mal eine Reise organisiert mit Leuten zum Lago Trasimeno. Und da gab es ein uraltes Bourbonenschloss. Das ist aber, das hat nicht getaugt. Und dann hatten wir in San Fortunato, das war mit wunderschönem Blick auf die Basilika, hatten wir ein Zentrum. Wir waren ja erst bei Como. Und da war die Alessandra Rombolotti, die auch jetzt noch zu Gast bei uns ist. Und die hatte ein wunderschönes Sommerhaus. Und das hat sie zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir alle da, also wir noch nicht, wir waren damals ja noch nicht dabei, aber haben sehr oft besucht, die Gruppe. Und das war immer wunderschön. War immer 8 Stunden Fahrt oder 9 Stunden Fahrt. Und man kam da an und hörte dann schon das Singen und war ein wunderschönes Haus. Also ich habe da sehr viel gute Erinnerungen dran. Das war quasi so, es gab also das Village in Amerika voneinander und dann war das der Plan, dass man in Europa auch eine Community aufbaut? Das war der Plan, also zunächst ein Zentrum für Vorträge und auch mitmachen. Und dann wurde irgendwann, da waren wir in Amerika in der Zeit, ging dann die Post ab nach Assisi und ich weiß noch dabei, ein LKW, die kamen an mit einem LKW, einem stinknormalen LKW von Como runter und da waren dann die ganzen Sachen drauf, die Möbel, soweit welche da waren, mit Stricken zusammengebunden und das wurde dann nach San Fortunato gebracht und irgendwann wurde dann San Fortunato, das haben die Leute, die das hatten, haben Eigenbedarf angemeldet und dann haben wir gesucht, ich weiß noch, mit Arjuna und mit Ram sind wir jeden Tag weggefahren, haben alle Liegenschaften, die etwas größer waren, in der Gegend angeguckt und wenn ich da mal wieder alles vorbeifahre, denke ich, um Gottes Willen, das hatten wir ja auch mal im Sinn zu machen. Und irgendwann haben wir dann das Refugio gefunden und haben das dann auch gekauft. Im März war es, glaube ich, 87. Und dann sind wir da bin ich morgens immer mit der Juna hochgefahren und haben versucht, da das ein bisschen instand zu setzen. Und ich weiß noch, das war jeden Tag eine Katastrophe. Wir kamen hoch und irgendwo die Wasserleitung war geplatzt. Und einmal kam ein richtiger Wasserfall, die Refugio-Treppe runter. Und an einem anderen Tag war nur eins. Da sagte Arjuna, oh, heute gibt's nur ein Leck, was ein Segen. Und wir haben da halt für uns dahin geschafft. Und irgendwann haben wir gesehen, das schaffen wir nicht allein. Und dann haben wir uns Profis geholt fürs Plumbing und so weiter und so fort. Also, ja, mein Stuckateurmeister, insofern habe ich dann angefangen zu verputzen. So ein bisschen wie die Geschichte von Jyotish und Devi, die, als sie im Village gelebt haben, in ihrem Zelt oder was das war, immer ein Leck hatten im Dach und da hat es immer reingeregnet und dann ist das praktisch das ganze Village ja abgebrannt und das Erste, was Jyotish dann zu Devi sagte, war, also um das Loch müssen wir uns jetzt nicht mehr kümmern, das ist geregelt, weil das ganze Zelt abgebrannt war, einfach war nichts mehr da. Die Einstellung des guten Yogis. Ja, genau. Aber sag mal ganz kurz noch eine Sache davor, das ist ja so ein interessanter Punkt im Leben auch, also
hat vielleicht jeder mehr oder minder, dass man sagt, okay, man hat so seinen Beruf und hat vielleicht seine Familie und seine Lebensstruktur und all das. Und dann hat man seine innere Überzeugung oder denkt vielleicht, ja, ich würde eigentlich mein Leben mehr nach meinen Überzeugungen leben oder ich würde vielleicht gern was anderes machen oder wirklich das Gott weihen, das Leben oder so. Den Schritt hast du ja dann irgendwann offenbar gemacht. Ne? Hast du gesagt, okay, Stuckateur, und aber ich gehe jetzt nach Como beziehungsweise nach Assisi und lass alles hinter mir. Also es war bei uns, war es dadurch erleichtert, dass wir mussten praktisch niemandem wehtun, was die Arbeitsplatz, wir konnten sehr leicht den Arbeitsplatz hinter uns lassen und haben dann, ich weiß, es war auch lustig, wir waren auf dem Rückweg im Flugzeug und haben dann uns eine Strategie auseinander und hatten uns eine Strategie überlegt, wie bringen wir es nur den unseren bei? Und dann, na gut, also der Familie und so. Der Familie, und wir saßen alle zusammen. Mayadevi kommt ja auch aus einer großen Familie. Und ich bin der Jüngste von 7 und Mayadevi ist die Älteste von 6. Und da saßen dann alle um den Tisch und auch die Omas, die beiden, die damals noch lebten. Und dann haben sie gesagt, na, wie war's denn? Und dann waren unsere ganzen, durch unseren Enthusiasmus, waren unsere ganzen zurechtgelegten Strategien verbeinahmt. Dann die Mayadevi hat gesagt, naja, wir haben uns überlegt, wir ziehen dahin nacheinander. Und ich weiß nur, ihre Omi, die Mutter des Vaters, die hat dann gesagt, jetzt sind sie total verrückt geworden. Ja. Und aber die Eltern, die wissen sehr wohl, dass man seiner inneren Stimme folgen muss oder soll, weil die waren im Widerstand gegen das Naziregime engagiert. Und dann, die haben das dann schon verstanden irgendwo. Die Mama eher schneller und der Papa eher langsamer. Er hat Zeit gebraucht, weil er sicherlich auch etwas anderes für seine große Tochter gesehen hat, eine Karriere oder irgendwas. Und auch bei mir wollte mir helfen, dann einen Betrieb aufzubauen. Aber er hat es dann schon kapiert. Ja, das ist natürlich ein großer Segen. Da haben ja viele dann doch mit zu ringen, dass dann die Familien so ganz dagegen sind und so. Wir wollten ein bisschen sprechen über das Arbeiten. Ich meine, die Ananda-Geschichte ist reicher. Wir noch lange bleiben und so. Wir hatten schon mal, ich glaube, die Joanna hatte das erwähnt am Anfang, dass du ganz viel ineinander im Garten arbeitest, unterwegs bist. Also vielleicht für die das nicht wissen. Es gibt, also die Community in Ananda hat die Lockdown-Zeit sehr schön genutzt, um den Garten, glaube ich, von einem sehr bescheidenen Umfang doch richtig auszubauen, das heißt Terre di Luce, und kann jetzt, glaube ich, wie viele Personen ernähren, 100 oder mehr? Ja, ich würde sagen so um die 100. Ja, also das ist ein wunderschöner, wunderschöner Garten, und das ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig viel Arbeit und ist natürlich auch essentiell in diesen Zeiten, wenn man sich überlegt, dass es ganz gut wäre, ein bisschen autonom zu sein, was die Versorgung angeht und so weiter. Und ja, also wie ich eben schon gesagt hatte, das Arbeiten ist ja für viele sehr zentral, quasi notgedrungen. Also wen gibt es schon, der nicht arbeitet, arbeiten muss, arbeiten will und so weiter. Und jetzt bist du da so hingekommen nach Assisi. Am Anfang war das sicherlich auch wahnsinnig viel, auch körperliche Arbeit, das alles aufzubauen und so weiter und so fort. Wie war denn deine Haltung zum Arbeiten? Was bedeutet denn Arbeiten für dich eigentlich? Oder welchen Platz hat es für dich? Also für mich ist Arbeit relativ wichtig und ich definiere mich auch zum Teil durch meine Arbeit. Aber ich habe in Assisi also alles Mögliche schon gemacht und da war dann auch mit bei Inner Life dabei und bei allem Möglichen. Und irgendwann haben sie mich in die Landwirtschaft gebeten, in die Landwirtschaft zu gehen, weil ich halt auf dem Bauernhof groß geworden bin, aber auch nicht so viel Verstand. Aber wir haben ja Gott sei Dank andere Leute, die sehr viel verstehen, unsere liebe Esperanza. Auf jeden Fall, für mich ist es so, dass wir müssen Gott finden, wo er uns hingesteckt hat. Also es ist nicht so wichtig, was wir machen,
sondern es ist wichtig, wie wir es machen, mit welcher inneren Haltung. Und die meisten von uns ineinander sind total überqualifiziert für die Arbeiten, weil wir machen ja, also ich mache im Moment nichts mehr im Retreat, aber wir hatten, ich weiß noch, wie der Beamer, den hatte ich überzeugt, zu uns zu ziehen. Und wir haben zusammen immer die Toiletten gemacht, die Toiletten geputzt im Refugio. Und mein Mantra war, das habe ich dann auch mit dem Beamer geteilt, mein Mantra war dabei: Lieber Gott, so wie ich jetzt die Toiletten sauber mache, so mache auch du mein Herz sauber. Und ich nenne es mal Mantra oder eine Affirmation. Und solche Sachen habe ich mir dann eigentlich fast immer zurechtlegen können, die dann auch mit meinem Herzen resoniert haben. Und insofern konnte ich eigentlich alles, was ich machen sollte, auch die niedrigsten Arbeiten. Ich weiß noch, wie wir ineinander waren. Da war ich gerade frisch als Stuckateurmeister. Und dann habe ich den Arjuna kennengelernt und er hat mir die Möglichkeit gegeben, mitzuarbeiten. Und da habe ich dann die Baustelle sauber gemacht. Und da hatte ich auch, das war für mich schon ein bisschen, dachte ich, um Gottes Willen, wenn mich jetzt meine Meisterkollegen sehen, dann will ich die Baustelle sauber machen. Aber es war ein gutes Trimming fürs Ego. Ja, das ist halt natürlich so die Frage für viele beim Arbeiten auch, muss ich was machen, was ich wertvoll finde, was ich sinnvoll finde, was ich liebe? Muss ich die Arbeit suchen, die ich liebe, damit ich glücklich sein kann im Arbeiten? Ich glaube, es kommt überhaupt nicht darauf an, was wir machen, sondern wie wir es machen. Wie ich sagte, also Gott stellt uns irgendwo hin und da müssen wir ihn suchen und müssen ihn finden auch. Das ist völlig egal, ob es jetzt im Garten ist oder ob es auf dem Traktor ist oder ob es mit der Putzkelle den Stuck an die Wand schmeißen oder was immer. Das ist im Prinzip total egal, weil es war für mich schon ein harter Brocken, dann auch diese wirklich ganz, ganz einfachen und demütigen Arbeiten zu machen. Aber ich habe mich da relativ gut reingefunden. Ja, ich meine, nun hattet ihr auch da die Gemeinschaft, das hilft sicherlich auch bei sowas, könnte ich mir vorstellen. Aber für viele ist ja so, also der klassische Fall, der mir auch oft begegnet ist, die Leute haben dann einen Bürojob und gehen dann so den Weg oder beschäftigen sich mit Spiritualität und merken, okay, da ist mehr als dieses Leben, als dieser berufliche Erfolg, als Geld verdienen und all das. Und dann ist man fast wie in so einer Klemme, dass man so denkt, ah, hier bin ich eigentlich nicht richtig, weil eigentlich sollte ich Yogalehrer sein oder irgendwie sowas. Und hast du da einen Tipp von der Haltung her? Was macht man dann, wenn man sagt, so eigentlich ist das hier gar nicht richtig oder es ist so anstrengend, weil ich denke, es ist nicht wertvoll oder so? Das ist ein falscher Gedanke, weil alles ist wertvoll. Alles ist wertvoll, was man macht, in Liebe zu Gott und dass man es macht, um anderen, auf gewisse Weise hilft man immer. Und selbst wenn man Klo putzt oder das Laub wegfegt, man kann ja immer dabei beten oder den Namen Gottes vor sich hin sagen oder vor sich hin fühlen. Oder es ist wirklich wie Yoga-Lehrer sein zu wollen, ist eine falsche Schiene für mich. Ja. Für manche Leute mag es richtig, wenn Chayadev ist, ist sicherlich sehr wichtig, weil er hat so wahnsinnig viel zu geben. Und für andere Leute mag es auch wichtig sein. Aber wenn man sagt, ich kann nur mich verwirklichen, wenn ich Yoga-Lehrer bin, das ist für mich die falsche Einstellung. Weil wir können, wie gesagt, Gott hat uns dahingestellt, wo wir sind, sei es im Büro, sei es als Straßenbahnschaffner, die gibt es ja jetzt nicht mehr oder fast nicht mehr, aber als Straßenbahnkontrolleur und als Busfahrer oder als Kirchendiener oder als wer weiß was, als Arzt, als Rechtsanwalt und das und liebe Gott zeigt es uns auch, ob wir richtig sind. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Da geht es ja dann auch so ein bisschen um die Frage von Dharma, ne? Was ist meine Bestimmung? Wo bin ich eigentlich richtig? Und wenn du sagst, er zeigt uns das, wie zeigt er uns das denn?
wie kann man das fühlen oder verstehen? Indem er uns Zufriedenheit schenkt in dem, was wir machen. Indem er uns Erfüllung schenkt. Und Erfüllung heißt nicht unbedingt, dass wir jetzt irgendwas Großes machen, sondern die Erfüllung, die ruht in uns. Und wenn wir in uns ruhen, dann ist es ein Zeichen, dass wir unser Dharma erfüllen, glaube ich. Also so würde ich das in und ich erinnere mich gerade, weil wir hatten es von der Arbeitsethik, Moral, und wir hatten mal mit der Schwiegermutter, hatten wir mal geredet über Karma-Yoga und hatten so das Konzept, dass man für Gott arbeitet. Und dann hat sie das sofort gesagt, naja, logisch, wer für Gott arbeitet, der will ja keine luschige Arbeit abliefern. Da muss man ja wirklich sein Allerbestes geben. Ja, darum geht's. Man versucht, sein Bestes zu geben. Das Beste, was man gibt, das kann auch qualitativ nicht so toll sein, vielleicht, wenn man es nicht genau gelernt hat. Aber es ist, ich finde, man spürt durch den inneren Frieden, ob man an seinem richtigen Platz ist. Wobei man da, glaube ich, vorher den Verstand auch ein bisschen disziplinieren muss, nehme ich mal an. Ne? Das ist ja das, was viel passiert, ne? Dass die Leute so 1000 Gründe anführen, warum sie vielleicht doch da falsch sind und warum der Yoga-Lehrer doch das unbedingt das Bessere wäre und so weiter. Das ist einfach so, was Chayadev auch sagte. Das sind einfach Sachen, die in dieser Welt so wichtig erscheinen. Aber im Prinzip, wenn wir richtig in uns gehen, ist das nicht so wichtig. Ne? Ich war im Sommer ja auch bei euch und hatte das Glück, ein bisschen in Terra di Luce mitzuarbeiten. Ich war auch direkt ganz inspiriert, mir hier eine Möglichkeit zu suchen, auch mal im Garten mitzuarbeiten. Kann man wirklich. Ich meine, einige werden das haben und kennen und so, aber für mich Städter, irgendwie war das eine ziemliche Entdeckung. Und was ihr da macht und was so wundervoll und auch anders ist, als ich das jemals erlebt habe, ist, dass wir das begreift, dass ihr zusammenarbeitet. Also es gibt morgens einen Kreis, in den stellt ihr euch und ihr betet zusammen und sprecht darüber, was am Tag ansteht und so weiter. Das ist ja für viele auch so eine Frage. Ich meine, die meisten können sich, oder keiner kann sich eigentlich aussuchen, mit wem er arbeitet, mit wem er zusammen ist. Gibt es viele Konflikte, Spannungen? Und wie sind da deine Erfahrungen? Was hat dir geholfen? Es gab sicher auch mal Leute, die du nicht leiden konntest oder die schlechte Arbeit leisten und eigentlich nur stören und so. Wie macht man das? Also ich kann eigentlich im Prinzip alle Menschen leiden, mehr oder weniger. Manche gehen schon ein bisschen gegen den Strich. Aber was mir da immer hilft, ist zu sehen, und es ist auch eine große Chance, in der Community zu leben, dass man dass man keine Erwartungen hat eigentlich. Dass man, und wenn es einem total gegen den Strich geht, wir haben ja viele Leute, die noch nie im Garten gearbeitet haben und die dann auch mal das falsche Kraut rausziehen. Oder ich weiß nicht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall nicht, mein Opa hat immer gesagt, man kann arbeiten und reden zugleich. Und das haben viele von uns noch nicht kapiert, dass das gleichzeitig geht. Die Italiener reden gerne, habe ich gehört. Ja, auch Deutsche zum Teil. Oder es ist international so, dass die Leute gern reden. Und auf jeden Fall ist ja auch nichts Falsches dabei, aber man kann, wie gesagt, reden. Und da tue ich mich oft schwer, dann wirklich was emotionsfrei zu sagen, also ganz zu sagen, Leute, und ich merke, ich muss mir dann schon einen Schubs geben, was zu sagen und versuchen, da keine Emotionen reinfließen zu lassen, sondern das sehr freundlich zu sagen, gell, es geht auch beides. Und was mir sehr viel hilft, ist für die Leute zu beten und eben keine Erwartungen zu haben und die Leute so zu nehmen, wie sie sind. Ja. Einfach keine Erwartungen.
zu haben. Und das erleichtert es. Und wir haben, Gott sei Dank, haben wir sehr, sehr viel auch gute Leute und die lernen auch sehr dazu und übernehmen Verantwortung. Und das ist natürlich sehr beglückend dann. Ja, und dennoch gibt es ja die Sache, dass du ja auch ein Ziel verfolgst, ne? Also wenn du jetzt sagst, das frage ich mich immer, wie ist da die Balance? Also ich mache so einen Garten und der Garten soll ja Menschen ernähren. Das heißt, ich kann es nicht sozusagen gestatten, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt nur Leute habe, die falschen Dinge da rausrupfen, ne? Also wie ist das so für dich? Also du hast ja dann eine bestimmte Vorstellung, du willst auch was erreichen mit der Arbeit zusammen. Und beißt sich das dann nicht manchmal damit, wenn jetzt Leute schlecht arbeiten und so weiter? Wie die Leute, die schlecht arbeiten, die wird es immer geben. Das wisst ihr auch aus eurem eigenen Berufsleben. Und die gibt es einfach. Ne? Und manche haben den grünen Daumen, manche haben ihn nicht. Manche, also die Esperanza zum Beispiel, sagt, wer ihn nicht hat, es ist sehr schwer, ihn anzuerziehen. Und die Leute, die driften dann einfach aus dem Garten in irgendeinen anderen Bereich. Ne? Das regelt sich irgendwo auch schon von selbst. Ne? Dass man da sieht, hoppla, da nicht mehr, ich bin da irgendwo fehl am Platz im Garten. Ja, vielleicht ist das, was du sagst, nämlich keine Erwartungen zu haben, schafft da auch eine gewisse Art von Freiheit. Ne? Ich meine, das ist das, was viel in so Büros oder so auch passiert, dass nur so gegenseitige Erwartungen und man denkt, wie der andere arbeiten und sich verhalten sollte und umgekehrt und dann kriegt das so eine Starrheit vielleicht auch, ne? wo es gar nicht richtig weitergeht, sondern man sich nur noch griesgrämig anguckt. Dann. Wir haben halt wirklich das Glück in der Gemeinschaft, dass wir beten füreinander, dass wir wirklich, wie gesagt, diese Erwartungshaltung nicht haben. Und es ist auch nochmal anders, wenn du in einem Beruf bist, wo du gut bezahlt wirst und wo du für den Boss arbeitest und für die Firma arbeitest, da geht es natürlich nicht, dass du dann den halben Tag schwätzt. Ne? Aber wenn du für den höchsten Boss arbeitest, für Gott, dann solltest du eben auch nicht schwätzen. Der weiß genau, wie wir gebaut sind, wie wir konstruiert sind. Weil er hat uns ja schließlich selber konstruiert. Und insofern ist es für Gott als Boss zu arbeiten. Wie gesagt, man will keinen luschigen Job abliefern, aber er ist ein sehr geduldiger. Und es heißt ja, der Geduld ist der schnellste Weg zur Selbstverwirklichung. Erfolg, ja. Sag doch nochmal ganz kurz in deinen Worten, du hast es eben Karma-Yoga erwähnt. Was bedeutet das für dich? Sind vielleicht nicht alle mit vertraut damit, was das heißt? Karma-Yoga heißt, es sollte in erster Linie heißen, dass man sich kein neues Karma schafft. Karma auflöst. Und es heißt halt, dass man die Früchte seiner Arbeit, das ist auch jetzt, was du gerade angesprochen hast, ne, die Früchte der Arbeit, dass man die hingibt zu Gott, dass man nicht arbeitet um der Arbeit willen, sondern dass man arbeitet, um näher zu Gott zu kommen und dass man da, wie soll ich sagen, wie gesagt, wichtig ist, dass man kein neues Karma schafft und dass man halt arbeitet ohne die Identifikation mit der Arbeit, dass man wirklich versucht, und ich meine, es gibt ja das Beispiel von Martha und Maria und ich bin da eher bei der Martha angesiedelt, aber ich versuche die Maria in mir, ihr kennt die Geschichte, wo Jesus ins Haus von Martha und Maria und Lazarus geladen ist und dann hockt sich die Maria zu Jesus Füßen und hört ihm gut zu. Und die arme Martha, die fühlt sich halt verantwortlich für die Gäste und sagt dann zu Jesus, hier, sag doch mal, der Martha, das ist auch ein bisschen Spuren. Und Jesus sagt dann, Martha hat den besseren Teil gewählt. Maria hat den besseren Teil gewählt. Und ich fand das immer total ungerecht. Aber es ist was dran. Als Handwerker, ne? Hast du gedacht, was soll das? Das ist halt die Martha, die
Und Swami sagt auch, es ist nicht berichtet, ob Jesu nicht zur Maria dann sagt, du hilfst doch mal deiner Schwester, die ist doch total im Stress. Mhm. Und also das wissen wir ja nicht. Aber die woraus ankommt, dass man sich nicht in die Hektik arbeitet, sondern immer wieder, und deshalb machen wir zum Beispiel auch im Garten, haben wir die Tradition, dass wir so alle Stunde, manchmal auch weniger oder öfter, dass wir eine Glocke anschlagen, also so eine tibetische Klangschale anschlagen und dann für eine Minute in etwa uns aufrichten, gut atmen, unsere Verbindung mit dem Boden auch fühlen, mit der Natur und dann wieder unsere Arbeit aufnehmen und dann das verhindert, dass man sich in die Hektik arbeitet. Weil mein Opa war ein sehr weiser Mensch und hat immer gesagt, die Hetze ist vom Teufel. Und da hat er sehr recht gehabt. Weil darüber vergessen wir Gott, wenn wir uns in Hetze arbeiten. Es ist natürlich sehr, sehr einfach, in Hetze zu verfallen. Und schaffen, wie die Schwobe sagen, schaffe, Häusle baue. Man darf nicht vergessen, das Häusle im Herzen zu bauen. Auf Mission im Schwabenland. Ja. Ich wollte mal euch einbeziehen, wenn ihr Fragen habt und so, an Helmut, dann stellt die jetzt gerne. Und zwar würde ich euch bitten, wenn das so ist, dann hebt doch die Hand. Es geht so, ihr seht da unten so einen Button, der heißt Reaktion und da könnt ihr die Hand heben. Und dann sehen wir das hier und dann würde ich euch bitten, dann eure Frage zu stellen. Günther und Gabi sind schon ganz links, die sind ja alte Weggefährten auch. Hallo. Ich guck mal, gibt es jemand, der eine Frage hat oder seid ihr alle ganz... ganz happy und zufrieden und noch halb im Himalaya, oder? Ich glaube. Ah, Tobias ist da. Das ist doch schön. Ja, dann unmute dich doch gerne mal. Ja, vielen Dank. Hallo in die Runde. Hallo, Helmut. Hört man mich gut? Ja, ja. Okay, super. Ich habe mal eine kurze Frage. Ich glaube, das hatte ich auch mit diesem Kriya-Prep, dem ersten Workshop, da mal angesprochen. Ich glaube, es ist ja so, dass es eigentlich schon sinnvoll ist, wenn man, in einem Arbeitsumfeld ist, in dem sozusagen eine positive Energie, eine erhebende Energie ist, dass man da tendenziell auch zu mehr Erfolg kommt. Und ich frage mich manchmal so ein bisschen, ich stelle mir das so vor, dass es vielleicht ineinander im Einzelfall, je nachdem, was die Zielsetzung dann ist, der Aufgaben, die man eben hat, dass es dann leichter sein könnte, weil eigentlich alle sozusagen am selben Strang ziehen und die Energie sozusagen so ein Stück weit durch den spirituellen Hintergrund kanalisiert wird. Und ich finde, das ist schon so ein bisschen schwierig in einem, normalen Arbeitsumfeld, weil man da natürlich häufig dann in Anführungsstrichen der Einzige ist, der, mit diesem Mindset auch agiert. Und ja, da bewegt man sich dann so ein bisschen häufiger alleine auf weiter Flur. Und manchmal sind dann die Kräfte sozusagen, die außen herum wirken, oft halt letztlich stärker. Ne? Also so dieses Thema so, wenn man irgendwie ein guter Koch werden möchte, dann soll man sich halt mit den besten Köchen umgeben und solchen, die eben auch eine gleiche Zielsetzung haben. Und das ist halt in einem anderen Arbeitssetting manchmal ein bisschen schwieriger. Ja, das ist sicherlich schwieriger. Das ist, aber verstehst du musst das positive Umfeld kannst du ja auch, das kannst du ja beeinflussen, ne? Indem du, und am beeinflussbarsten ist, habe ich erfahren, wenn du nicht in den reaktiven Prozess dich einklinkst, sondern nicht reagierst, sondern du sagst, die Sache ist so, wie sie ist, und dann machst du das Beste drauf, versuchst auch, wie gesagt, zu beten für deine Mitarbeiter, für deine Leute, mit denen du im Büro hockst. Und aus meiner Erfahrung hilft das immer. Wie gesagt, aber das Wichtigste ist, dass man nicht in den reaktiven Prozess geht, sondern neutral bleibt. Und die Sache ist einer der Leitsprüche von Ananda ist auch, what is, simply is. Also was ist,
ist ganz einfach so. Und wishful thinking cannot change it. Und wishful thinking, wie heißt es? Wunschdenken kann die Sache nicht verändern. Sondern einfach zu sagen, hoppla, so ist es, eine Bestandsaufnahme zu machen und dann mit der Realität, die sich darstellt, zu arbeiten auf positive Weise. Das ist das Wichtige für unser Wachstum, weil wenn wir in einen reaktiven Prozess einsteigen, dann sind wir immer nur auf Reaktion, auf Reaktionsmodus. Ärgern wir uns? Ich meine, wenn ich zum Beispiel in einer Autoschlange stehe oder in einer Schlange stehe bei der Post, da ist die Tendenz schon auch, ich muss ja noch so und so viele Sachen machen. Und dann sage ich mir halt, hoppla, so ist es, das sind noch 15 Leute von mir. Dann versuche ich halt das Beste aus der Situation zu machen. Für die Leute zu beten, vielleicht den einen oder anderen, der vielleicht noch mehr im Stress ist oder im Stress zu sein scheint, sogar vorzulassen. Das ist eine sehr befreiende befreiende Tat auch und so weiter und so fort. Ist deine Frage genügend beantwortet oder willst du nachhaken? Also sie ist weitestgehend tatsächlich beantwortet. Ich erinnere mich aus einem Gespräch mit Naya, der hatte mir mal gesagt, dass wenn sie verschiedene offizielle Termine hatten bei Behörden oder so, dann hatte er mal vorgeschlagen oder hat dann eben versucht sozusagen auch mit den externen Leuten, mit denen er eben zu tun hatte, vorher so eine Art Meditation oder denen zu sagen, lasst uns mal kurz 2 Minuten die Augen schließen und versuchen einzustimmen auf das Ziel, was wir irgendwie im Rahmen dieses Besprechungstermins haben. Und und da war ich sehr beeindruckt, dass sich diese Bankmitarbeiter oder Behördenmitarbeiter darauf eingelassen haben. Und ich habe mich gefragt, ob sowas auch in einer anderen Arbeitswelt möglich ist. Ich glaube bis zum gewissen Grad schon. Und gleichzeitig habe ich aber schon ein bisschen die Befürchtung, dass man vielleicht, wenn man das jetzt in einem internationalen Konzern oder so macht, dass man da im Einzelfall ein bisschen komisch angeschaut wird. Also das ist immer so diese Balance zwischen es nicht zu übertreiben, aber auch irgendwie. Das Risiko muss eingehen, glaube ich. Ah, ja. Okay. Naja, es ist ja auch so, der Helmut hat jetzt ein paar Mal das Beten erwähnt und so. Ich glaube, es ist auch interessant, dass man nicht selber limitiert, welche Möglichkeiten Gott hat, durch einen zu wirken und Dinge zu verändern. Ja. Und das mit dem Beten, das ist so eine Sache, also ich so bin katholisch aufgewachsen und dann hat man das gemerkt, okay, das ist Beten und so funktioniert das und so weiter. Und das hört sich manchmal vielleicht für manche Ohren ein bisschen merkwürdig an oder so. Man denkt sich ja, was soll das bringen und so. Aber wir werden ja noch ein Seminar auch haben mit Mukunda übers Beten. Ich kann nur jeden aufrufen, das auszuprobieren. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung, wie sehr das alles verändert. Auch andere Menschen verändert, nicht in dem Sinne von, ich will, dass der oder die so ist, sondern einfach in dem Sinne, dass sie in diesem Licht und in dieser Gnade mehr sie selbst werden können, sagen wir vielleicht mal so. Also ich finde es ganz erstaunlich. Es gibt diese Geschichte von der Mitarbeiterin, ich weiß, korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Ich meine, es sei eine Frau, die im Bookstore gearbeitet hat in San Francisco, auch von Ananda. Und die musste immer den Laden, hatte späte Schicht sozusagen, musste den zumachen und musste dann mit dem Bus zu ihrer Wohnung fahren. Und das ging auch durch so Bezirke der Stadt, die nicht so angenehm waren. Und das ließ sich also nicht vermeiden, dass sie damit fuhr. Und sie hat dann Swami gefragt, was mache ich? Ne? Also das waren wirklich auch teilweise möglicherweise Kriminelle oder so, die damit eingestiegen sind. Und er hat ihr gesagt, okay, mach Folgendes. Wenn du da drin sitzt, such dir eine Person aus und bete für die ganze Fahrt. Und wenn der oder diejenige aussteigt, nimmst du dir wieder jemanden und betest für die. Und für die Frau ist dieser Teil der Busfahrt der schönste Teil ihrer Woche geworden dadurch. Es hat sowohl sie als auch eben die anderen und die ganze Situation transformiert. Und das ist eben auch immer so eine Frage, ne? Wie weit begibt man sich in diese Ohnmacht, oder Helmut hat dieses Reaktive erwähnt, in diese Sache, okay, ich armer, ich muss in diesem elenden Büro arbeiten mit diesen ganzen Holzköpfen und es ist so schrecklich. Oder ob man sagt, okay, nein, das ist jetzt das Gegebene und ich kann aktiv sein, ich kann was tun.
Und ich kann eben zum Beispiel beten, ich kann eine andere Haltung haben und das finde ich auch sehr schön. Und ganz im Sinne von Yoga kann da eben jeder auch mit experimentieren. So, man kann sofort am Montag anfangen. Also was ich noch dazu sagen wollte, ist, wenn man betet, was hat uns Jesus ja sehr schön vorgelebt und vorgebetet, dass er sagte, also dein Wille geschehe. Dass wir nicht sagen, oh, ich will aber, dass die und der so und so werden, sondern dass man sagt, ich habe meine Vorstellungen, aber du weißt viel, viel besser, was für die Situation hilft und was für dich selbst und für die andere Person gut ist. Und ich wollte noch kurz eine Geschichte erzählen, ja, die kennen ihr vielleicht alle, die mich kennen, die kennen sie. Aber die Therese von Lisieux, die war ja eine sehr große Heilige und ist ja jung wieder heimgerufen worden. Und die hatte eine ganz zwei üble Schwestern. Sie waren Novizin im Kloster und die haben irgendwie die innere Vocation verloren, also die Berufung verloren und haben nur noch alles zu boshaft reagiert. Und die Therese war in Gott verankert. Und die hat dann gesagt, lieber Gott, zeig mir doch irgendwas Gutes in der Schwester Katharina. Und da musste sie sehr lang warten, weil sie hat wirklich nichts Schönes entdecken können. Und irgendwann war es tiefer Winter und die Schwester Katharina, die hat die Brosamen vom Frühstückstisch aufgesammelt in ihrer Schürze. Und ist rausgegangen und hat sie den Vögeln zum Fressen gegeben. War wohl tiefer Schnee gelegen und die waren froh, da ein paar Brosamen zu picken. Und dann hat sie gesagt, lieber Gott, ich danke dir so, dass Schwester Katharina gut zu den Vögeln ist. Und es heißt, dass das ist verbürgt in der Geschichte, dass die Schwester wirklich sich zum Guten wieder geneigt hat und ihre Vokation wieder gefunden hat und den jungen Novizen dann zum Segen wurde. Einfach dadurch, und das ist halt wichtig, wir sollten immer gucken, dass wir, in jedem gibt es irgendwas Gutes. Dass wir uns darauf konzentrieren und dann darum beten und sagen, lieber Gott, verstärke das in dieser Person. Hilf, dass sie zu einem Segen wird. Und wir wollen ja alle so segensreich werden, wie es irgendwie geht. Mit mehr oder weniger Erfolg. Ja. Habt ihr sonst noch Fragen an Helmut? Dann hebt gerne eure Hand. Ich glaube, alle sind jetzt ganz happy und auch hungrig, so langsam zum Mittag. Schon. Okay. Schön, Helmut. Vielen Dank, dass du mit uns geteilt hast, dass du dabei warst. Wir haben uns bemüht, für alle Talks, die es gibt im Yogananda-Fest, so eine Art Folge zu organisieren, dass wenn die Leute sich interessieren, wenn ihr tiefer gehen wollt bei den Themen, dass es da direkt was Konkretes gibt. Bei Helmut müsst ihr nach Assisi fahren. Das ist das einzig Wahre. Fahrt ihr dahin, macht einen schönen Kurs oder macht Seva, arbeitet dort im Garten mit. Es ist wirklich wunderschön. Ich meine, ich weiß nicht, wie es jetzt im Winter ist. Da wird es auch ziemlich kalt in Assisi. Bei uns wird es zunehmend weniger kalt. Also wir haben fast keinen Schnee mehr. Früher hatten wir relativ viel Schnee. Und wir haben noch den ganzen, also den unser Garten ist ja in 4 Quadrate eingeteilt aus vielen Gründen. Und in dem einen Quadranten ist noch alles voll mit Kohlen und, also da ist noch total grün. Und im Winter gibt's natürlich immer was zu tun. Man muss Zäune ausbessern, man muss dies und jenes, ja. Werkzeuge reparieren, immer was zu tun.